Hallo, willkommen bei der nächsten Lektion von German-Deutsch.com. Wir sprechen heute über Bankgeschäfte und zwar über das Thema Konto eröffnen. Dazu haben wir einen Dialog auf der Bank zur Prüfungsvorbereitung Deutsch-Modul sprechen. Egal, ob du die monatliche Miete per Dauerauftrag überweist, mit der Karte zahlen oder Gehaltszahlungen empfangen möchtest. Für viele tägliche Geschäfte benötigst du heute ein eigenes Konto. Deshalb ist es auch für die Deutschprüfung sehr wichtig, dass du Dialoge zu dieser Situation und ähnlichen Gesprächen übst. Hier findest du deshalb einen Dialog. Bitte hört gut zu. Guten Tag, mein Name ist Norbert Pohl. Wie kann ich Ihnen bitte helfen? Guten Tag, ich bin Frau Müller. Ich möchte ein Girokonto eröffnen, brauche aber vorher bitte noch ein paar Informationen zu Ihren Angeboten. Kein Problem, Frau Müller. Wir haben verschiedene Formen von Geschäftskonten und Privatkonten. Wenn Sie Letzteres eröffnen wollen, dann haben wir zum Beispiel unser Angebot, Giro 18+. Werfen Sie kurz einen Blick in diesen Folder und Sie sehen die ganzen Vorteile. Das Konto kostet im Monat nur 1,80 Euro plus Gebühren und alle Überweisungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind kostenlos für Sie. Ja, ich benötige ein Privatkonto wie dieses. Das Angebot klingt sehr interessant, aber ich habe noch zwei Fragen. Bekomme ich dazu auch eine Kreditkarte? Eine Kreditkarte können Sie selbstverständlich extra bestellen. Und kostet dann im ersten Jahr nur 30 Euro statt 60 Euro. Ich mache meine ganzen Überweisungen am liebsten online, da ich sehr selten auf die Bank kommen kann. Bekomme ich denn den PIN-Code zugeschickt? Ja, gerne können wir Ihnen diesen in der nächsten Woche separat zusenden. Wenn Sie sich jetzt für dieses Konto entscheiden, müssen Sie bitte dieses Formular ausfüllen, sowie hier unten unterschreiben. Und ich brauche bitte auch noch einen Personalausweis. Ja, bitte. Ich nehme das Konto. Besten Dank für Ihr Vertrauen. Sie bekommen von uns jetzt noch dieses Kuvert mit Ihrer vorläufigen Girokarte und vielen nützlichen Informationen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Konto. Das ist sehr nett. Ich bedanke mich für Ihre gute Beratung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Müller. Ja, du hast heute diesen Dialog gehört. Schau gleich auf unsere Webseite german-deutsch.com. Dort findest du mehr Informationen, teile dieses Video und über das eine oder andere Like freuen wir uns auch. Besten Dank, bis bald, euer Michael.